Im Aufgabenteil 2 sollen wir die Nullstellen bestimmen. Die Nullstellen, das heißt also, wir suchen die Schnittpunkte mit der x-Achse. Und dafür müssen wir unseren Funktionswert, also f von x, gleich 0 setzen. Dann erhalten wir minus 1 Sechstel x hoch 3 plus x Quadrat minus 3 halbe x. Das soll gleich 0 sein. Wir sehen hier, wir haben überall ein x stehen. Das heißt, wir können auf jeden Fall x einmal ausklammern. Das bedeutet, wir hätten hier x, Klammer auf, die minus 1 Sechstel bleibt. Und hier, das ist jetzt nicht mehr x hoch 3, sondern x Quadrat. Denn wir haben ja ein x, also ein x hoch 1, um genauer zu sagen, ausgeklammert. Plus x mal, natürlich einem x, das ergibt wieder x Quadrat, minus 3 halbe, gleich 0. Hier können wir den Satz des Nullproduktes anwenden. Das heißt, also wir setzen einmal hier diesen Teil gleich 0, dann wird er das gesamte 0. Und wir setzen diesen Teil gleich 0. Dann wird der gesamte Ausdruck auch 0. Hier sehen wir schon unsere erste Lösung. x1 muss auf jeden Fall gleich 0 sein. Dann schauen wir uns noch diese Gleichung an. Also wir haben hier noch minus 1 Sechstel x² plus x minus 3 halbe. Und das soll natürlich gleich 0 sein. Das ist eine quadratische Gleichung. Die lösen wir entweder mit der ABC oder mit der PQ-Formel. Ich benutze hier die ABC-Formel, die ja lautet, x1, x2 ist gleich minus b plus minus die Wurzel aus b im Quadrat minus 4 mal a mal c geteilt durch 2 mal a. Ich mache es mir noch einen Tick leichter. Und zwar, wir haben ja hier Brüche stehen. Das ist ein bisschen hässlich zu rechnen. Das heißt, ich multipliziere das Ganze einfach mit 6. Dann hätte ich hier 6 mal minus 1 Sechstel. Das ergibt minus 1, also hätten wir minus x². 6 mal x ergibt 6x. Und 6 mal minus 3 halbe. Die 6 und die 2 kürzen sich. Also fällt die 2 weg und wir hätten hier nur noch 3, also 3 mal minus 3. Und das wäre minus 9. Und jetzt setze ich das Ganze hier in die Formel ein. Also, x, ich nenne das jetzt 2 und 3, denn x1 haben wir ja schon bestimmt, ist gleich minus b, b ist immer die Zahl vor dem x, also minus 6 plus minus die Wurzel aus 6 zum Quadrat minus 4 mal a ist in diesem Fall minus 1 mal c ist minus 9. Das Ganze geteilt durch 2 mal a, also 2 mal minus 1, das ergibt minus 2. Wir können das ein bisschen vereinfachen. Dann hätten wir x2, 3 ist gleich die minus 6 plus minus die Wurzel aus 6 im Quadrat, das ergibt 36. Minus 4 mal minus 1 ergibt plus 4. Und 4 mal der minus 9, das ergibt minus 36. Geteilt durch minus 2. Wir sehen hier, 36 minus 36 gibt 0. Das heißt, das hintere fällt weg. Und somit hätten wir für x2 und 3 nur noch minus 6 geteilt durch minus 2. Das heißt, die Nullstelle 3. Hier haben wir eine doppelte Lösung. Das bedeutet einfach, dass diese Nullstelle ein Berührpunkt ist. Somit die Nullstellen, also die erste Nullstelle, liegt ja bei x gleich 0.
Der y-Wert, logisch, muss natürlich auch 0 sein. Und die zweite und dritte Nullstelle, also die doppelte Nullstelle, liegt bei x gleich 3 Strich 0.